Moin moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer neuen Folge Platalk auf meinem Kanal. Ich glaube, es ist jetzt schon die 8. Folge und ich habe mir wieder drei Themen rausgesucht, über die ich sprechen werde. Das werden zum einen ein paar Twitter-Fragen sein. Ich habe vor gut 3 Wochen schon mal gefragt nach ein paar Fragen für Platalk und da haben mir dann 2 Leute ein bisschen geantwortet und davon habe ich mir jetzt 4 Fragen rausgesucht und die werde ich dann mal beantworten. Dann kommen wir zum zweiten Teil, das ist einmal, dass ich habe ja gesagt, dass ich eine Playlist machen werde und da habe ich jetzt die ersten Videos reingesteckt. Ich werde die Playlist, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt einfach so auf YouTube findet, muss ich mal schnell gucken. Mal schnell gucken, ich habe sie nämlich genannt Platouristen. Musik. Platouristenmusik, ja, dann findet man das. Also wenn ihr Platouristenmusik eingibt, dann findet ihr das. Es sind bis jetzt erst 3 Lieder drin. Aber ich versuche das, sobald ich gute Musik höre, werde ich das auf jeden Fall erweitern. Also ihr müsst auf jeden Fall erstmal Platouristenmusik eingeben. Also Hashtag Platouristenmusik / geteilt von Platu heißt das. Und so findet ihr das einfach ganz, ganz, ganz leicht. Es sind jetzt 3 Lieder drin. Das sind, ich kann jetzt einmal kurz gucken, einmal Break the Rules. Das ist die offizielle Musik vom Dschungelcamp. Ich sehe hier gerade sogar, das sind 4 Lieder. Sogar dann einmal Piraten von den 257ern. Dann von Sido Bilder im Kopf. Und dann haben wir noch Do What I Want. Und das ist von Haha Jo. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was für ein Lied das ist. Aber auf jeden Fall fand ich das anscheinend gut. Und habe das mal reingepackt. Und das sind die 4 Lieder, die ich jetzt erstmal anfangs in dieser Playlist habe. Das werden auf jeden Fall noch welche dazukommen. Also ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann kommen wir noch zum dritten und letzten Teil und das ist Instagram. Und zwar habe ich mir jetzt Instagram geholt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich werde mir es vielleicht holen und ich habe es mir geholt. Und zwar ist mein Name DEN, also den unten Strich ist, also DEN unten Strich IST. Und das hat einfach den Grund, dass ich Dennis heiße und mein Nachname mit T beginnt. Und deswegen hat es so gepasst, denn ist. Und deswegen habe ich mir einfach mal den Namen ausgesucht. Es war alles schon vergeben, was ich haben wollte. Und ich wollte nicht direkt was mit Plato haben, deswegen habe ich mir überlegt, irgendwas Real-Life-mäßiges muss das schon sein. Und dann habe ich mir überlegt, denn ist, das ist noch frei und das hat wenigstens Sinn. Das sind wenigstens 2 wirklich deutsche Wörter. Und deswegen habe ich mir überlegt, zum 423. Mal überlegt, das nehme ich einfach mal und ja, jetzt hat es ganz gut geklappt. So, dann kommen wir jetzt zu den Twitter-Fragen. Ich habe mir jetzt einmal von Micha @lupa131, könntest du dir YouTube als Leben vorstellen, also hauptberuflich, wie zum Beispiel Unge? Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir es derzeit nicht vorstellen kann. Ich mache ja derzeit mein Abitur, bin jetzt in der 12. Klasse und derzeit kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich hätte kein Problem damit, aber ich kann es mir derzeit nicht vorstellen, da viele haben ja gesagt, ja, 10.000 Abonnenten, das dauert nicht lange bei dir, aber wie ihr vielleicht wisst, ist mein Wachstum derzeit minimal. Ich kriege vielleicht 3 Abonnenten am Tag dazu und wenn ihr mal hochrechnen wollt, wie viel 3 Abonnenten, das heißt im Jahr 1.000 Abonnenten. Das heißt, ich habe jetzt fast 3.000, 7 Jahre noch bis zu den 10.000 Abonnenten. Also das wird vielleicht nicht ganz so gut klappen. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vom Ding her vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es erreichbar sein wird. So. Dann kommen wir zur nächsten Frage, das ist von Simon Crafter YouTube, @SimonCrafterYouTube. Warum machst du kein Projekt mit Giftzwerg und etc.? Da muss ich zum einen sagen, dass ich extrem wenig Zeit habe wegen der Schule und dem ganzen Zeug. Und ich habe eigentlich schon ein Projekt mit Giftzwerg geplant, was eigentlich schon Ende Januar kommen soll. Nur da sich das Ganze mit GTA ein bisschen verschoben habe, wird das Projekt jetzt erst später kommen. Also das Projekt wird jetzt erst Ende März wahrscheinlich kommen, weil dann kommt GTA für den PC raus und da haben wir schon was überlegt und da wird auf jeden Fall ein Projekt starten. Des Weiteren möchte ich vielleicht auch mal, vielleicht, ich weiß nicht, ob das klappen wird, vielleicht möchte ich in FIFA spielen oder sowas, vielleicht wird da irgendwas auch nochmal klappen. Also da kann man irgendwas Spontanes noch machen mit Giftzeug. Das ist auf jeden Fall möglich. Denn nochmal von Simon Crafter YouTube, das wird auch die nächste und ja, die nächste Frage wird auch von ihm kommen. Und zwar ist das, wie lange spielst du Minecraft? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß das überhaupt nicht. Ich denke mal, dass ich schon seit der Alpha dabei bin, aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, aber 2 Jahre spiele ich bestimmt schon und ich weiß nicht, wie lange davor schon. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe es da am Anfang hatte ich auch nur die Cracked Version, habe mir das erst später, habe ich mir Minecraft erst richtig gekauft mit dem Namen 7 Times Germany. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, weil die passt darauf ungefähr und das ist von Simon Crafter YouTube. @SimonCrafterYouTube, ist Plato dein erster Kanal? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, ich hatte davor schon 3 oder 2 andere Kanäle. Und zwar hat der mein Ingame-Name 7 Times Germany vielleicht was damit zu tun? Vielleicht hieß einer meiner vorherigen Kanäle so.
Ja, einer hieß auf jeden Fall so, die anderen, die will ich gar nicht erst in Betracht ziehen, denn da war ich noch so jung, da habe ich die höchste Stimme, die es auf der ganzen Welt gibt, und das ist auch nicht nur alleine mein Kanal, deswegen will ich das jetzt gar nicht darauf abziehen. Und ich sehe jetzt gerade 7 neue Twitter-Nachrichten, vielleicht haben wir da noch eine sinnvolle Frage mit bei, die ich mir jetzt mal eben angucken könnte. Da haben wir einmal Simon Crafter YouTube. Wie lange spielst du schon Minecraft? Das haben wir schon. Willst du mein Texture Pack mal ausprobieren? Texture Packs möchte ich derzeit ehrlich gesagt nicht ausprobieren, denn, wie ihr vielleicht wisst, habe ich das Texture Pack von meinem Bruder von meinem Bruder Plato, genau, von meinem Bruder Giftzwerg, und damit bin ich echt zufrieden. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Vermisst du Varo? Und da muss ich sagen, ich vermisse Varo derzeit nicht, denn es ist noch nicht so lange vorbei. Ich finde das immer mega spannend, wenn es läuft. Aber derzeit vermisse ich Varo nicht, denn ich finde Leben eigentlich echt interessant und deswegen vermisse ich das nicht. So, dann würde ich sagen, das war der Plattalk, der geht jetzt auch schon 6 Minuten lang. Dann hoffe ich, er hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über ein Like freuen und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.